Du möchtest mich bestimmt fragen, wo wir eigentlich sind, nicht wahr? Bedauerlicherweise fehlt es uns jetzt die Zeit für lange Erklärungen. Aber sobald du mit dem Gegenstand, den du in diesem Schloss gefunden hast, Ganon bezwingst, wirst du von selbst alle Antworten bekommen, nach denen du suchst. Habe Vertrauen in meine Worte und wage dich in das Innere des Schlosses. Okay, cool. Übrigens, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Wind Waker HD. Mein Name ist Lokazeit und... Naja, wow! Die Gegner sind viele, aber sie tun nix. Wind ist... Der Held. Der Held. Ui. Irgendwie möchte man jetzt gerade alles da anschauen. Etwas vibriert. Nun, Son Goku, hier darfst du dir mal selber ein bisschen das Köpfchen verrenken. Das, weswegen du hergekommen bist, verbirgt sich hier irgendwo in diesem Schloss. Du musst allerdings einen Eingang zum Untergeschoss finden. Dieser Eingang wird aber durch eine schwere Tür versperrt, die zur Abwehr von Feinden dienen soll. Du musst also offensichtlich irgendwo etwas tun, damit sich diese Tür öffnet. Weißt du, wovon ich spreche? Gut, ich bin mal nicht so und gebe dir sogar einen kleinen Tipp. Die Lösung des Rätsels hat etwas mit der Form des Wappens zu tun, das du hier überall siehst. Ein Wappen. Welches Wappen? Dieser Wappen? Das kommt mir bekannt vor. Ach, lol. Aber das ist schon cool. Ja, und da oben ist überall das Wappen. Das schaut weniger wie ein Schloss, sondern wer wie eine Zitadelle. Kann man das so nennen wie eine Kirche oder so? Und die Bilder gefallen mir sehr gut. Moment. Jetzt muss ich das kontrollieren. Interessant. Okay. Ja, na, voll. Na gut. Auf jeden Fall kann man diese Dinger greifen und so. Und, naja. Es ist ein ziemliches einfaches Puzzle. Also, wer es bis jetzt noch nicht herausgefunden hat, ja, ma. Vielleicht weißt du ja noch nicht, wie das funktioniert. Aber spätestens jetzt sollte man zumindest eine Ahnung haben, was ich vorhabe. Weil, der Teil 1 ist schon mal erledigt. Von 3. Ich mache es, glaube ich, aber gerade auch ein bisschen umständlich, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Okay, einmal noch. Sehr gut. Und dann das letzte. Das tun wir so. Zweimal. Eins, zwei. Ah, ja, das ist ein gutes Versteck. Und es leuchtet. Genau, was ich mich schon die ganze Zeit gewundert. Warum bin ich so farbenfroh, während alles rund um mich so... lasch? Kann man das so nennen? Na gut. Was haben wir da? Was haben wir da?
Respekt, Son Goku. Hätte nicht gedacht, dass du das durchschaust. Und nun nimm dir das Schwert, das vor dir liegt. Das Schwert, mit dem Ganondorf vom Antlitz dieser Welt verbannt werden kann. Das Masterschwert. Das Masterschwert. Es ist Zeit. Oh, die Farbe kehrt zurück. Oh, das ist mal nett. Und die Gegner auch. Oh Gott. Oh Gott. Muss ich die alle vernichten? Oh. Aber mit dem Ding ist es wahrscheinlich kein Problem. Das Masterschwert erhalten. Man sagt, der Held der Zeit soll dieses Schwert benutzt haben, um das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Oh yeah. Und standardmäßig haben wir es natürlich schon ausgerüstet. Da ist das kleine Edelstück. Wunderschön. Und ich hab zwar jetzt vorhin noch nichts erwähnt, aber diese, ich weiß nicht, wie man es nennt. Glasfrisken? Nennt man das so? Ich bin mir gerade nicht über Wörter im Klaren. Aber ich möchte mal ganz kurz, dass wir uns die gemeinsam anschauen, weil vielleicht erkennt man den ein oder andere Person oder so da. Ja, vielleicht. Oder den Kollegen. Oder die Kollegin. Oder das Ding. Vielleicht auch. Hey du. Oh Gott. Hey Bruder. Hey. Die Kollegin ist auch da. Nice. Und sie. Ui. Ja. Schaut schon cool aus. Ich weiß nicht. Viel Leute gingen da einfach rein. Yeah, Masterschwert. Jetzt hau ich alle klar. Aber das ist definitiv was zum Anschauen. Insbesondere, wenn man Ocarina of Time gespielt hat. Aber ich sehe schon, dass ich mit dem Rücken zu einem Gegner hinschaue. Und das ist nicht gut. Okay, Flucht. Die schnappe ich mal zuerst. Na doch nicht. Oh. Ah, gut. Immer einzeln bekämpfen. Das ist sehr, sehr wichtig. Oder nur zwei. Oh Gott. Er hat mich verfehlt. Glocken. Oh, gut. Ist da ein Gegner? Na? Na? Ah, da unten ist er. Okay. Ich lebe noch. Okay. Man muss übrigens alle Gegner vernichten. Also das ist leider eine Tatsache. Und warum geht es gemeinsam? Das ist nicht gut. Ich würde eher gern den hinteren zuerst vernichten, aber ich glaube, das spielt sie im Moment nicht. Okay. Und zack. Sweet. Nummer 1 ist geschafft. Und komm. Du. Yes. Okay. Jetzt da. Hey, und der hat sogar Schild. Frechheit. Hier war Schild. Schau. Da. Schild. Haha. Jetzt kriegst du zuerst einmal eine auf den Deckel.
Weil Master Schwert ist sozusagen doppelte Stärke wie unser altes Schwert und damit sind alle Gegner so tot. Oder das ist ein Wahnsinn. Ja, du hast sogar das Schwert. Ui, nice. Ui. Komm. Ah, verfehlt. Haha! Okay, jetzt würfe ich aber. Ah, ich bin zu böse. Haha, hab die beklaut. Ha, hat es nicht probiert. Na gut, aber viel aushalten dann zum Glück eh nicht. Und ja, Pfeile geben es anhaufen. Ja. Ja, ich bin schon wieder voll mit meinen Pfeilen. Eigentlich eine Frechheit. Was? Drei? Ui, drei. Ja, ich war nicht mehr eigentlich nicht. Ich hab drei. Ich hab drei Dinger. Was? Drei? Ja. Aus dem bekämpfen sie sich eher gegenseitig. Haha, Triple Hit! Nein, nicht so schnell. Okay. Ja, das war ja einfach. Frechheit. Das war echt einfach. Okay. Na gut, Obergeschoss clear. So, dann kümmern wir uns mal um die Ebene. Ist da irgendjemand oder irgendetwas? Schaut nicht so aus. Ah, da ist er. Hallo. Ups. Wow, eben killed. Du stehst gerade zu deppert in der Wand. Das geht gar nicht. Da könnt ihr nicht angreifen. So, jetzt passt's. Und zack. Haha. Wow. Oh, jetzt hätte mich fast erwischt. Handling. Probiert's. So, gut, dass ich blockt hab. Manchmal ist Blocken auch eine gute Taktik. Manchmal. Okay. Ja, läuft schon. Ach, ich und mein Masterschwert. Gemeinsam unbesiegbar. Okay, wen stoppen wir zuerst? Schwierig zu sagen, schwierig. Ich würde mir gern die Leiter in der Mitte holen. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt gern verschiedene Gegnertypen gleichzeitig anlocken, weil das ist dann wirklich schwierig. Haja! Ah, schade. Zu wenig Reichweite. Haja! Ah, scheiße, jetzt blockt. Okay, einer tot. Ah, Moment. Das nehme ich. Schlagen ist A. Okay. Ja! Achso, verfehlt. Haha, getroffen. Okay, nein, ich muss ganz kurz loswerden. Das wird jetzt ein Problem. Achso, ich muss den markieren. Oh, oh. Und zack! Okay. Nicht so wie ich wollte, aber okay. Kannst du nicht dein Schwert aufheben oder dergleichen? Hundling haut seinen Freund. Du störst. Wirklich. Wirklich. Okay. Das ist aber nicht dein Schwert. Okay, wenn du damit kämpfen willst, bitte. Okay, geschafft und beklauen und weiter. Schnell vernichten, wer der hintere hat man schon gesehen. Okay, sweet. Zack. So, jetzt klauen wir das. Zack. Jawohl. Ah. Ah, damn. Ja, die Waffe braucht ein bisschen Platz, dass sie effektiv ist. Aber dann ist dafür ziemlich effektiv. Also, so ein Rundumschlag ist schon brutal. Hey, kannst du mich nicht sehen? Hallo, da, da. Haha, ich hab sogar geschlagen, ohne dass er gemerkt hat, dass ich da bin.
Können das noch wieder? Ja, schau dir. Weil mit genügend Schlägen auf die Rüstung wird's auch irgendwann hin. Ist interessant zum Wissen. Hey du, ich mag jetzt aber ordentlich kämpfen. Komm her, schlag mich. Schlag mich! Haha! Okay. Und ist er down? Na, ohne Problem. Na, er ist schon down. What the fuck? Okay, dafür kriegen wir einen Haufen Beute von diesen Gegnern, was ich in dem Fall sogar brauche. Glaube ich mal. Okay, wie viel sind wir da? Und wo sind die alle? Da sind zwei. Kann ich einen davon anlocken? Moment. Na? Das war doch ein Treffer, nicht? Oh oh. Oh, wenn beide herschauen, ist das schlecht. Na, ducken. Hallo. Ah, einer hat mich gesehen. Sehr gut. So, komm her. Nice. Und jetzt kämpfen wir. Da herum. Ja, bitte. Danke. Danke. Jaho, okay. So, Leibe klauen. Und den Rest machen wir so. Ja, einfacher Gegner. Wirklich. Gut, fährt nur der und dann... Was denn? Ah! Oh, beklaut. Okay, schlagen. Na, hui. Ui, nein, nein, nicht so schnell. Was? Nur drei Treffer? Ui, das Ding ist auch mächtig. Das ist cool. Ich mag den großen Speer. Aber in dem Fall... Wo ist... Einer lebt noch. Weißt du, wer so eine Mini-Cutscene kann? Geh mal, hallo. Ah, da kann ich nichts mit Speer anfangen, leider. Hey, spinnst du eigentlich? Den Rücken zu mir. Hallo. Der spinnt echt. Hat der nichts gelernt in der Ritterschule? Okay. Und. Na, nix. Okay, ich glaube, das war der letzte. Sehr gut. Und damit ist der Weg frei. Wer sich wundert, was gerade beim Nicht-Ausgang, also Nicht-Eingang ist, also diese Richtung. Naja, da kann man zwar rausgehen, aber man kommt nicht sonderlich weit, also werde ich das jetzt nicht herzeigen. Weil wir haben ja schon das Masterschwert und ja, deswegen kann ich einfach weitergehen und es passt. Hey, ich hab's Masterschwert. Gut, alle Vorbereitungen sind getroffen. Komm an Bord und fahre denselben Weg zurück, den wir gekommen sind. Es gilt, deine Schwester aus der verwunschenen Bastion zu befreien. Verlier keine Zeit, Son Goku. Oh, echt? Cool. Dann mal. Ja, auf jeden Fall. Na, das haben wir bald einmal. Meine Schwester befreien. Oh. Macht man dafür wirklich das Master ist schwer? Ja, eigentlich schon, weil... Ja. Na gut, aber mir ist irgendwo mal dazwischen aufgefallen, dass ich den Fisch von dieser, unter Anführungszeichen Insel, noch gar nicht gefunden und geredet habe. Also werde ich den jetzt ganz geschwind suchen. Falls ihn jemand entdeckt, schreibt er mal bitte. Weil ich sehe ihn gerade nicht. Wo ist der verdammte Fisch? Oh, das ist sogar Terry-Händler. Bist du der Terry-Händler, du? Oh. Na gut, da ist der für dich. Der Fisch. Okay, sweet. Okay, was hast du über diese Insel zu sagen? Fragezeichen?
Vermutlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das als Insel durchgehen lassen kann. Turm der Götter. Na gut. Informationen? Einer alten Fischhaut kannst du trauen, wenn ich dir sage, dass dich dein Schicksal noch so manches Mal hierher führen wird. Der Schlüssel zu deinem Schicksal ist zweifelsohne das Vermächtnis dieses alten Piratenkapitäns Dreifuß, oder wie der heißt. Ah, Tinge? Ja, das kann ich schon glauben. Dann glaub mir, auf meine Quellen und Quallen ist Verlass, also merkte meine Worte lieber gut, Jungchen. Okay, cool. Na was, mach mal. Tinge. Der war's, was hören. Captain Dreifuß oder was? Na gut, ich öffne währenddessen mal meine Schatzkarte. Das ist die sechs Augenriff. Haha, okay. Da waren wir nämlich schon mal. Aha, aha. Ah. Und? Ah, okay. Alles geöffnet. Sweet. Welche Richtung muss ich? Es wäre Nordwesten im Optimalfall. Also, da lang. Ich mache einen Mini-Abstecher noch. Nach Westen. Zwei Felder nach Westen, ja. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Oh, und wie schnell ich bin. Das ist ja Wahnsinn. Okay, okay. Na, zählt sie aus. Ui. Ui. Na, war ich da schon? Irgendwas sagt mir, dass ich da mal schon war. Hey, und die Sechsaugenriff. Oh, ja. Da war ich schon mal, oder? Na, da war ich schon mal. Glaube. Erinnerung. It's a thing. Na gut, auf jeden Fall westlich von diesem Sechsaugenriff ist noch ein Augenriff. Mit Gegnern und da ist der Fisch. Ich hab ihn schon gesehen, ich hab ihn schon gesehen. Okay. Habe ich noch Dings ausgerüstet? Sehr gut, habe ich noch. So, was sagst du? Ist das ein Augenriff oder so? Vielleicht, vielleicht. Hey! Wow! Kann ich echt so gut raten? Ha. Komisch leuchten Kreise. Ja, die habe ich schon mal gesehen. Ja, das habe ich schon mal gehoben. Ja, genau. Aber es gibt auch welche, die leuchten erstmal gar nicht. Aber wenn du eine Schatzkarte aufgeschlagen hast, leuchten sie umso strahlender. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Ich habe auch so einen schon mal gehoben. Geben meistens so um die 200 Rubine her. Ist ziemlich nice. Ist ziemlich nice. Ist das Ichthusk? Moment. Jetzt fällt mir erst auf. Wir haben Ichthusk noch gar nicht markiert. Na gut, auf Ichthusk ist jetzt eh nicht mehr der Fluch, also ja. Gehen wir mal. Eigentlich sollte ich nach Portemonnaie ja auch einen kurzen Abstecher machen. Ah, so viel zu tun, so wenig Zeit. Ah. Ja, was ist das? Das ist eine komische Insel. Wieder so ein Turm. Oh, stopp, stopp, stopp. Ich habe kein Dings ausgerüstet, das ist schlecht. Oh, und hier habe ich noch eine 6. Fische? Fische, Fisch. Wo ist meine Angelrute, wenn man sie mal braucht? Ah, da ist er. Hallo. Okay, cool. Geschafft. Und nachtwärts. Aber das hängt zum Glück nicht mit Ichthusk zusammen. Zum Glück. Okay, am restlichen Weg würde ich sagen, ja, gehen wir schnurstracks Norden und ja, wird schon funktionieren. Dem Mond links ein kleines Stückchen fehlt. Dann kannst du sehen. Okay. Vielleicht. Apropos Mond. Mond, wo bist du? Ah.
Ist das ein kleines Stückchen? Ein bisschen mehr wie ein kleines Stückchen. Wenn ich ehrlich sein soll. Naja. Dann kann ich's halt nicht sehen. Oh, Moment. Jetzt weiß man. Wo ist die Terry-Karte? Da. Sehr gut. Sehr gut. Ja, oh. Jetzt war's wieder. Hahaha. Weil, direkt im Norden von uns ist eine, ja, besondere Insel. Kann ich die schon abschließen? Die Insel vielleicht schon. Oh. Du bist nicht kein Terry-Händler. Ich bin schon weg. Bla, bla, bla. Was ist das? Die Dinger mache ich, glaube ich, ganz am Schluss erst. Aber, da ist der Fisch. Was dein Name noch überhaupt nicht? Ha, egal. Dafür war dieser eine perfekte Fütterung. Hui. Nice. Okay. Weil diese Insel, die nennt sich Isla. Ja, Staglagmitica. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Ist manchmal schwierig. Gute Frage. Jahrzehnte? Die Lichtkegel des Turms sind nachts wirklich ein absolut überwältigender Anblick. Den habe ich mir damals des Öfteren zusammen mit Lillian gegönnt. Wer ist Lillian? Nochmal geschwind. Man müsste nur ein entsprechendes Projektil verwenden, um sein Signalfeuer wieder zu entfachen. Dann kehren die alten seligen Zeiten vielleicht wieder. Naja, aber das ist nur meine Theorie. Doch Fische haben in der Regel ziemlich Ahnung, also merkt er meine Worte gut. Okay, werde ich machen. Vielleicht irgendwann, wenn ich Zeit habe. Ihr wisst schon, Nebenquest. Oder? Ist das ein Nebenquest? Pertu? Bin mir nicht sicher. Hey, fahr mich nicht zum. Auf jeden Fall, dieser Terry-Händler ist da gerade ein besonderer Terry-Händler. Weil, ja, wie ihr sehen könnt, hat der, was hat der auf? Ein Gladiator-Helm oder so? Oh, na gut. Oh, ja, hey. Ich sag mal wirklich Glück. Nur 7 Tage, dann schließe ich meinen Laden nämlich. Und deswegen veranstalte ich gerade einen großen Räumungsverkauf. Okay, dann kaufe ich was. Flasche, unverbindlicher Flaschen sind immer nett. Herzteil? Das letzte, ui. Ui. Ich brauche alles. Okay, Flasche ist das Wichtigste. Nur 500? Wer da nicht zuschlägt, ist selber schuld. Recht hast du, gekauft. Und ja, leider kriegt man bei ihm keine Terry-Punkte. Aber das ist okay. Wie viel kostet Herzteil? Wow, hab ich nicht. Ich würde gern. Na, ich muss Witze reißen. Das ist ein großes Problem. What the fuck? 900? Ich würde gern kaufen, aber... ich brauch mehr Rubine. Wie bereits gesagt, man kann nie genug Rubine haben in The Legend of Zelda Wind Waker. Niemals. Aber vielleicht findet ihr auf dieser Insel ein paar Rubine. Da muss ich sowieso noch einmal hin. Oder? Nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, da wir Bomben haben, habe ich die ausgerüstet? Nein, natürlich nicht. Ganz klassisch. Okay, gut springen. Ja, ne, das geht besser. Geht doch. Dann der nächste. Hopp. Aha! Okay, und der letzte. Ja, na, war zuerst. Hä? Hab ich mir jetzt verschaut? Möglich. Auf jeden Fall ist da hinten ein blauer Schleim. Auf. Hab ich gerade den blauen Schleim versucht, finden? What the fuck? Gott. Manchmal denke ich mir echt, dass man mehr Items braucht. Also Item-Slots zum Ausrüsten. Ihr wisst schon.
Gott dingen. Das ist mir gerade zu dunkel. Ah. Da kann ich Helligkeit schaffen. Das ist schön. Das machen wir. Es wäre Licht! Au! Au! Wirbelattacken, Wirbelattacken. Kann ich nicht. Warum nicht? Au! Ja, besser. Okay, Flucht, Flucht. Okay. Bisschen weiter. Hopp. Flucht. Okay, Flucht. Die schauen so aggressiv aus. Okay. Blocken. Sehr gut. Ah, da lebt noch einer. Ah, den Block hier lieber. Jawohl. Für was habe ich das Teil? Lebt noch einer? Nein. Okay. Hundling. Okay. Aber einer hat sogar so ein Ding gemacht. Okay. Pfeile im Überfluss, ein paar Bomben, Magie. Und im normalen Modus wahrscheinlich ein paar Herzen. Wahrscheinlich drei. Aber, naja, Heldenmodus. Ihr wisst schon. Aber dafür gibt's ja gerade die Schatzkarte. Sweet. Die konnte ja gleich öffnen. Vielleicht später. Aber, damit sind wir auf Isla Staglamitica eigentlich fertig. Oh. Westliches Feenkorridor. Etwas sagt mir. Westlich, na? Ich kann zwar dorthin, aber ich kann die Fee noch nicht besuchen. Entweder brauche ich das Item oder das. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und ich will es jetzt auch nicht spoilern für alle, die was das Spiel gerade jetzt nicht selbst schon mal gespielt haben. Also, es ist zwar selten, aber ja, es gibt solche. Zum Glück. Zum Glück. Okay. Oh, da hinten ist schon die verwunschene Bastion. Okay. Wow, Wirbelsturm. Moment, Wirbelsturm. Ah, na gut. Aber zuallererst füttere ich mal den Fisch. Oh Gott, wirklich? Nur drei? Mal überlegen. Hey, Jungchen, ja, ist klar, ist klar. Okay, wie heißt die Insel denn? Mutter- und Kindinsel? Ah, netter Name. Das gefällt mir. Eine wahnsinnig schöne Fee? Ui! Da fallen ja glatt deine Fischäuglein raus, Jungchen. Allerdings soll sie noch nie jemand gesehen haben. Woher weiß man dann davon? Wenn du der Erste sein willst, dann lass dich doch zum Beispiel von einem Wirbelsturm raufwirbeln, sonst wüsste ich keine... Oh. Aha. Okay. Das ist ein Wirbelsturm. Schauen wir mal, schauen wir mal. Soweit ich weiß, braucht man dafür Pfeile. Oh, verdammt, warum mache ich das? Angst. Boah, so nah kann ich hingehen, ohne dass... Der dreistes Menschlein, dass du es wagst, dich unverfroren einem Gott zu nähern. Spüre den Zorn von Zyklus, dem Gott des Windes, und sei hinfortgetragen von einem mächtigen Wirbelsturm. Okay, lieber nicht. Ich hab keine Lust. Und für diesen Gegner habe ich eine Taktik. Spamme Pfeile ohne Ende. Wenn's da ausgingen, okay, scheiße gelaufen. Aber das ist die beste Taktik. Wirklich imponierend, Junge. Oh, hey, du kannst klar sein, ja. Du bist der Erste, der in der Lage ist, meine sturmschnellen Bewegungen zu durchschauen. Und wie ich sehe, bist du ein wahrer Meister des Windes.
Aber bist du auch in der Lage, diesen Bewegungsablauf zu durchschauen? Vielleicht. Was? Das ist ja easy. Tja, und damit haben wir den Kanon des Sturms erlernt. Wirklich imponierend. Ich bin mir sicher, mein kleines Wirbelstürmchen wird bei einem solchen Meister des Windes wie dir bestens aufgehoben sein. Wenn du so schnell wie der Wind das große, weite Meer überqueren willst, mach dir mein kleines Wirbelstürmchen zunutze. Ja, ich mach mich wohl besser auf den Weg nach Hause. Möge der Wind mit dir sein, Junge. Okay. Hey, ist das die Sonne oder der Mond? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, das ist die Sonne. Moment, dann soll ich nicht Richtung Sonne schauen. Wo ist... Ah ja, da wäre die verwunschene Bastion. Aber... ich werde zuerst einmal die Folge für heute einmal ganz kurz beenden, weil in der nächsten Folge werden wir dann verwunschene Bastion gehen und dazwischen werde ich so ganz klammheimlich ein bisschen, wie nennt man das, Futter einkaufen. Weil mir geht mein Futter aus und das ist ein großes Problem. Hallo? Habe ich keine? Natürlich nicht. Aber was du hast, für was habe ich Pfeile? Stirb! Okay. Und ja, eben Futter einkaufen und so. Und vielleicht irgendwann auch diesen Bäumen da helfen. Vielleicht. Ja, alle verdorrt. Das ist blöd. Ja. Sie sagen halt immer wieder das Gleiche, also habe ich das jetzt mehr oder weniger übersprungen. Wer es wirklich lesen will, der kann ja das Video ganz kurz stoppen oder zurückspulen oder sonst was. Da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Aber ja, ich werde trotzdem damit sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Fertig. Das ist echt schnell. Ja, Wirbelstürmchen.